Ja, und Feuerwehr und Rettungskräfte müssen auf der Autobahn 2 bei Hannover schweres Gerät auffahren, um die Fahrer von 4 ineinander gekrachten Lkw zu retten. Die Rettungsmaßnahmen, die werden zudem noch erheblich erschwert, da die Autofahrer keine richtige Rettungsgasse bilden. Es ist die unbändige Wucht der tonnenschweren Holzstämme, die dem jungen Lkw-Fahrer zum Verhängnis wird. Das Führerhaus abgerissen und nach vorne geschleudert. Der 24-jährige Fahrer ist hinter seinem Steuer eingeklemmt und muss von den Rettungskräften kompliziert befreit werden. Zu spät erkennt er wohl das Stauende auf der A2 in Richtung Dortmund. Wo man dann gesehen hat, wo man rausholen wollte, ne? Und er hat sich noch bewegt, hat er verdammtes Glück gehabt. Hut ab. Schwer verletzt wird er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch den Aufprall löst sich auch die Ladung des voranfahrenden Schwertransporters. Ein 35 Tonnen schweres Getriebe, meterweit vom Fahrzeug entfernt. Zwei weitere Lkw sind involviert, für sie endet es aber glimpflich. Mein ganzes Zeug ist durcheinander geflogen im Führerhaus, klar. Aber wenn ich das hier sehe, das ist, das wird mir richtig schlecht. Immer wieder führt gerade ein zu geringer Sicherheitsabstand zu solch dramatischen Unfällen. Grundsätzlich ist es notwendig, genügend Sicherheitsabstand zum Vordermann zu halten. Als Faustformel gilt immer halber Tacho. Viele Auto- und Lkw-Fahrer unterschätzen das nämlich, dass ich bei, wenn ich 100 fahre, schon mindestens 50 Meter brauche zum Bremsen. Warum der 24-jährige Fahrer das Stauende übersehen hat, ist noch unklar. Eine Befragung des Mannes soll Licht ins Dunkel bringen. Dies wird aber wohl aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch einige Zeit warten müssen.